auf mich, so auf mich losgehen. Das war alles keine Absicht. So, haben wir hier noch irgendwas? Nö, kleine Kanonenkugeln. Aber sonst nichts weiter. Dann gehen wir doch mal zurück. Gehen wir doch mal jetzt ja hier, da wo wir eigentlich hin müssen. Das wollte ich sagen. Ja, gerne. Danke. Gut. Warum sagt die noch Mr. DeWitt? Du sollst mich Booker nennen. Wissen Sie, wieso Sie mich hier rausholen sollen? Die Leute werden wohl was von dir wollen. Unterricht im Schlösserknacken zum Beispiel. Warum Sie? Ich hatte vorher keine Ahnung von dieser Stadt. So, ich komme mal ein bisschen Salz ein. Ich dachte, Columbia kennt da unten jedes Kind. Ich war wohl nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Wir unterbrechen unsere Sendung kurz für ein stilles Gebet so. Für die Opfer der heutigen Ausschreitungen. Der Opfer da. Interessant. Da kann ich mir noch nichts von leisten bisher. Leider, leider, leider. Doch, ein Teufelskuss-Ding sich hätte ich mir leisten können. Booker, ein Lockpick, her damit. Booker, ein Lockpick. Her damit. Dude, du kannst mir mal ein bisschen Geld geben. Wer sind Sie, Mr. DeWitt? So eine Art... Eigentlich lohnt sich das kaum. Fügt Minicluster und einen größeren Wirkungsbereich viel mehr Schaden hinzu. Finde ich eigentlich gar nicht mal schlecht. So. Ich bin Freiberufler. Hab für die Pinkertons gearbeitet und so. Nichts, was man in seinen Lebenslauf schreibt. Pinkertons? Wurden die nicht engagiert, um die Dinge zu regeln, als die Arbeiter in Streik traten? Regeln. Ja, so kann man es auch nennen. Dinge regeln. Pinkertons. Schlaukopf und Schwachkopf. Sie wissen doch. Denk dran, sei kein Schwachkopf. Wie kann man das nicht kennen? Muss was speziell Kolumbianisches sein. Oh, als Kind habe ich diese Geschichten geliebt. Aber sie sind ein bisschen verstörend. Okay. Warte mal. Die Kinder sollen sich das Theater ansehen, solange sie wollen. Ihr seht euch aber ganz schön ähnlich, Kumpels. Sagt. Der Prophet wird uns sagen, was wir tun sollen. Aber was sage ich den Jungs? Naja, sie gut. Sie stellen so viele Fragen und ich habe keine Antworten. Egal. Bringen wir sie zur First Lady. Wer bist du? Ach, guck mal. Sie ist ein sehr verstörender. Eine sehr verstörende Erfahrung, die wir da gerade gemacht haben. Jo, was geht? Ich möchte nicht bestehlen, ich will mich nur ein bisschen umschauen. Ich habe schon mitbekommen. Ach, wie denn? Du hast mich doch nicht mal. Nicht mal. Jetzt reicht's mir aber. Verstehe ich nicht. Du hast mich doch nicht mal gesehen, wie ich da gegangen bin. Und, Mr. DeWitt, gibt es eine Frau in Ihrem Leben? Es gab mal eine. Sie starb. Wie? Bei einer Geburt. Oh. Sie haben ein Kind? Nein. Wir müssen diese Gondel holen, wenn wir das Luftschiff kriegen wollen. Mit dieser Steuerung kann man sie wohl holen. Das Ding scheint einzig und allein mit Schockjockey zu laufen. War ja klar. Wo zum Teufel kriegen wir das jetzt her? Hier. Erleben Sie die Zukunft der Energie in der Hall of Heroes. Ah, das passt ja mal. Erleben Sie die Kupfen. Der falsche Hirte geht in unserer schönen Stadt um. Super. Ah ja, gut. Dann mal auf in die Hall of Heroes. Da war das Stage Revenue, da sind wir vorhin vorbeigerannt. Oh, es scheint vorbei zu sein. Zeig dich! Oh! Meine Güte! Jawoll! Aua!
So. Das ist ungemein mächtig nach dem Upgrade. Kann man so nicht anders sagen. Gefällt mir. Was denn? Was denn? Elizabeth, wo bist du denn? Gibt's hier noch irgendwas? Ne, hier waren wir vorhin schon. Das ist dieses Ding, was da rumgeflogen ist, was uns verfolgt hat. Davon gibt es Actionfiguren. Also ich weiß nicht, ich fand das ein bisschen sehr verstörend, das Teil. Davon unbedingt eine Actionfigur? Na gut, wer es braucht, ein bisschen Salt können wir jetzt gebrauchen. So, wunderbar. Einmal 100% Salt, bitte. Dankeschön, dankeschön. Hall of Heroes, bis auf Weiteres geschlossen. Dann müssen wir nicht Schlange stehen. Oh, ist doch praktisch. Kommst du? Ah, dann... Oh, ah, kleiner Minileck hier. Dann geht's mal los. Ja, das ist zum Teufel. Super. Stimmt etwas nicht? Fallen jetzt überall die Sicherungen aus, oder was? Nein, nein, geht schon. Geht hier überall der Mist kaputt. Ja, ich super. Ich muss das Ding wieder zum Laufen kriegen. Ach, ein Sicherungskasten, okay. Und jetzt... Haben wir jetzt ein Minispiel, oder? Oh, eine Biene. Ich hasse diese Viecher. Oh Mann, dann erschlag sie. Nein, sie sticht mich. Elizabeth. Ich habe eine bessere Idee. Was wird das? Öffne einen Riss. What the? Scheiße. Was ist das? Das ist ein Riss. In meinem Turm habe ich ständig welche geöffnet. Was ist ein Riss? Sowas wie ein Fenster. Ein Fenster zu einer anderen Welt. Meistens sind diese Welten stinklangweilig. Ein andersfarbiges Handtuch oder Tee statt Kaffee. Aber manchmal sehe ich was Tolles. Und das ziehe ich dann raus. Hier. Grundgütiger. Du hast da wohl nicht zufällig ein Luftschiff da drin? Ich glaube nicht. Aber kommst du zurück? Da ist etwas, das ich... Oh nein! Schließ ihn. Ich versuch's ja! Schließ ihn! Oh, meine Güte. Ich weiß ja nicht, was ich da gerade gesehen habe, aber mir kam's vor wie der kürzeste Weg in den Tod. Aber ich könnte helfen. Ich komme sehr gut allein zurecht. Glaub mir. Bitte, ganz wie Sie meinen. Was zum Teufel hat sie denn da bitte für Fähigkeiten? Das ist sehr verrückt. Da leuchtet was. Ein kleines Gesundheitskit. Das nehmen wir uns doch glatt mal mit. Das reimt sich sogar. Gen Himmel beugte Comstock das Knie und sah in seiner Prophetie ein Eden schweben dort im Dunst. Von der Welt verleugnet, doch mit des Himmels Gunst. Staunt, die Geschichte wird lebendig. Motorisierter Patriot. Ja, super. Aber dass ausgerechnet so ein Rassist das machen muss. Oh, guck mal hier. Kannst du dir das mal ansehen? Sieht einfach aus. Ein Pick haben wir noch übrig. Geschafft. Gut. Das war's dann auch wohl. Damit. So. Eine neue Hose. Nahkampfangriffe machen Ziele kurzzeitig verwundbar. Opfer nehmen 5 Sekunden lang zweifachen Schaden. Finde ich gar nicht schlecht. Legen wir gleich mal an. Munition und ein Audiolog. Ich war 40 Jahre lang Soldat. Und jedes heidnische Land, in dem ich war, hat seitdem weniger Einwohner. Ich habe nie einen bestimmten Gegner gehasst. Bis jetzt, Comstock. Er stellt meine Kämpfe als Mummenschanz dar und geriert sich selbst als strahlender Held. Ich habe ihn damit konfrontiert und er degradierte mich. Dieser Mann hat niemals die brutale Fratze des Krieges gesehen. Bis jetzt. Cool, ein Karabiner. Habt ihr das gesehen? 5 Lockpicks brauchen wir dafür? Was da wohl drin sein wird? Muss ja was total Krasses sein. Ich meine, bisher konnten wir auch noch nicht mal einen Lockpick oder so kaufen. Bisher waren die immer nur zu finden. Ne, das nehmen wir nicht. Ja, hier war noch was. Ein paar Silver Eagles.
Ja, gut. Scheint alles ausgeraubt zu sein. Wir könnten nochmal in dem Schrank hier gucken. Nee, da ist nichts weiter gewesen. Also geht's weiter. Klaus hier. Da scheint nichts zu sein. Was leuchtet denn da so? Nehmen wir so ein Sandwich mit. Noch sind wir nicht voller Gesundheit. Ein bockender Bronco. Was ist denn bitte ein bockender Bronco? Ach so, das ist eine neue Macht. What? Ist eher so, dass du zum Pferd wirst, oder was? Press to launch your enemies into in die Luft. The air. Hold and release to create an eruptive trap. Aha. Aha, damit können wir Gegner in die Luft schleudern, oder was? Okay. Und wenn wir zuschlagen, erteilen wir Cornelius Slake eine Lektion. Wie genial. Gott, wer beschießt mich denn da so krass? So, vorbei. Mit Spaß hier. Na komm schon. Oh, Junge. Fuck it. Da sind so viele gerade. Huff, huff, huff. So, den habe ich erwischt. Eine Krähe? Was heißt das? Stopp! Wo ist sie hin? Lebt er noch? Den haben wir runtergeschossen. Der ist runtergefallen. Okay, von mir aus. Und du nimmst jetzt den hier. Ah, meine Güte. Aua, 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 aua. So. Okay. Wenn ich so drüber nachdenke, diese Risse können schon nützlich sein, wenn es wieder mal eng wird. Naja, es muss Junge. Aber ein Riss da sein, damit ich ihn nutzen kann. Ich kann die nicht einfach machen. Ich war schon wieder ein bisschen sehr viel hier. Die rennen alle mit Schrotflinten rum, kann das sein? So. Ich würde ganz gerne mal das Salz. Ah, cool, ja, danke. Danke dir. Ich würde ganz gerne mir nochmal das Salz von da hinten holen. Das wir vorhin liegen lassen haben. Ne, das war hier. So weit weg war das nicht. So. Das ist zwar nur ein bisschen Salz, aber auch ein bisschen Salz. Ups, das wollte ich nicht. Eigentlich wollte ich eher so einen Skilljump hier rüber machen. Bam, bam.